Also wir sind eine kleine Gruppe, das mag ich so schnuckelig. Charlene ist relativ neu. Sven war schon mal Direktor, glaube ich, ne? Und Alfred ist unser Meister, sogar Silbermeister. Und Nick, in welchem Status bist du nochmal in Smaragd? Gold, aber diesen Monat wird es Smaragd, ja. Jawohl, sehr cool. Also, dann gehen wir gleich. Also wir sind sehr unterschiedlich vom Status her. Ich bin Silber-Executive auch, also Silbermeister, aber das sehen wir alles. Warum überhaupt ein Businessplan? Stellt sich die Frage, wozu ist sowas überhaupt? Weil jedes Network-Unternehmen, MLM-Unternehmen, hat einen Businessplan. Ja? Egal, was du verkaufst über dieses System, über diese Industrie quasi, ne? Net Empfehlungsmarketing oder da gibt es viele Begriffe, ne? Nennen wie du willst. Aber jedes Be Unternehmen hat einen Businessplan. Ja? Und jeder, der zu diesem Unternehmen kommt und denkt, ja, ich würde auch sehr gern mal ein bisschen Geld verdienen oder wirklich Karriere starten oder wirklich mega Multimillionär werden. Ne? Jeder hat so seine Ambitionen und Absichten, aber Fakt ist, jeder bekommt den gleichen Businessplan in die Hand gedrückt. So. Und es ist so, und das finde ich super fair. Wir werden bei Cora Club nicht bezahlt, weil einer so eine schöne Nase hat und tritt da so tolle Locken. Deswegen kriegt einer mehr und andere weniger. Oder wie das so in unserer Männerwirtschaft ist, ne? Dass Frauen generell schon weniger für gleiche Tätigkeit verdienen, weil die wohl irgendwann mal auch schwanger sein können und weg vom Fenster sein für ein paar Jahre, was für Arbeitgeber natürlich doof ist, weil die ganze Kosten weiterzahlt. So, versteht ihr, ne? Bei Cora Club oder ein Network-Unternehmen ist das alles fair, ne? Du wirst für das bezahlt, was du getan hast, und jeder gleich. So. Deswegen, also, und interessanterweise zum Beispiel auch kann ich gleich sagen: Bei Cora Club ist das so, es ist nicht bei jedem Unternehmen gegeben, aber bei Cora Club ist sogar so, wenn jetzt zum Beispiel Charlene, jetzt nehmen wir an, jetzt dazu kommt, aber so crazy ist und sagt: Boah, ich rock das und wird die ganze Schweiz dann mit Cora Club versorgen, als Beispiel, ja, und mehr Gas gibt als ich. Dann kann sie mich überholen, obwohl sie später dazugekommen ist. Ja, und das ist nicht bei jedem Unternehmen, deswegen liebe ich Cora Club. Das ist wirklich eine faire Geschichte. Du bist einfach ins Team gekommen, mach dein Ding und du wirst auch danach bezahlt. So, und so sieht dein Businessplan aus. Du wirst denken, oh meine Katastrophe, so viel Zahlen, was ist da alles? Ne? Ja, Nathanael und ich damals haben diesen Plan, ich weiß nicht, 3, 4 Monate studiert und geguckt und immer so diese Kleingedrückte. Mittlerweile kenne ich den super auswendig, kann zu jeder Zahl immer alles sagen sofort, aber das kommt mit der Zeit. Und heute geht es also eigentlich dieser Plan, Entschuldigung, geht noch die Rückseite. Ne? Es ist so ein, habe ich das jetzt nicht hier liegen leider? Normalerweise liegt immer hier, na egal, jetzt habe ich eine andere Tasche. Also das ist so zwei Seiten, die eine und die andere. So, und das möchte ich heute ein bisschen durchkauen und zeigen, was diese ganzen Zahlen bedeuten und und. So, fangen wir erstmal an. Wie wird man so ein Vertriebspartner? Oder was muss man denn alles machen? Oder wie läuft dieser ganze Business? Natürlich, bei Cora Club dürfen Menschen rein als Konsumenten starten und auch Konsumenten bleiben Leben lang. Ja, es ist so, es wird nie irgendwann mal dann verlangen, so ab jetzt dann musst du mega Business machen, wie du denn. Ich muss jetzt arbeiten, okay? Bin ich mit Jesaja mal ein bisschen noch mitmachen? So, wir haben ein Deal. Also, das schneide ich raus. Also, nochmal, bei Cora Club ist das so, jeder, der bei Cora Club ist und ein über Referenzlink von deinem Partner oder deinem Freund oder so dazugekommen ist, ist man erstmal Konsument und das kann so lange bleiben, bis du es möchtest, ja, weil es geht um reelle, hammercoole Produkte bei uns und jeder Mensch darf sich als Konsument fühlen. Was hat ein Konsument für Vorteile? Also erstmal eine persönliche Beratung, weil wenn du bei Amazon zum Beispiel irgendwelche Vitaminchen holst, glaubst du kannst dem Verkäufer anrufen und ihm um 12 Uhr Nacht oder weiß nicht wann und ausfragen, ja, und wie kombiniere ich die Vitamine und dies und das? Es gibt keine Beratung, ja. Bei Cora Club ist zwar ein normaler Online-Shop, aber wenn du kaufst, kaufst du eine Beratungsperson, sage ich mal, mit, weil irgendjemand hat ja Cora Club empfohlen. Und deswegen die Person, die dich zu Cora Club gebracht hat, ist deine Beratungsperson. Oder wenn die Person noch nicht erfahren ist, keine Sorge, weil die hat ja auch überstehende Leute. Also somit musst du so lange klopfen, bis du zu einem kommst, wo du weißt, ah, von dem kriege ich meine Informationen her. So, alle Clubmitglieder haben 20% Rabatt auf Produkte. Wenn man sich auch einloggt, sieht man andere Aktionen und Rabatte.
Ich glaube, das ist nur für Clubmitglieder. Und Empfehlungsbonus, was ist das? Das heißt, wenn eine Person Cora Club an ein paar Freunde weiterempfohlen hat, kriegt sie 5%. Okay? Das heißt, wenn du jetzt Konsument bist, aber doch zwei Freundinnen von dir auch deinen eigenen Link bekommen haben und ein bisschen da was machen, du kriegst 5% und hier zum also einzigen und einziges Mal, du kriegst wirklich 5% von Euro Umsatz. Rest wird auf Bonuspunkte berechnet. Das ist das einzige Möglichkeit. Wenn jetzt, sagen wir mal, du hast jemandem einen Link gegeben und die Person hat für 100 Euro eingekauft, da kriegst du 5 Euro davon. Ist ja nicht viel, aber ich meine, 5 oder 10 Euro in der Tasche zu haben und Koralle zum halben Preis zu kaufen, ist auch cool, oder? Wieso nicht? Und dann gibt es ein letztes, so ein Vergnügungspaket von Coral Club. Das nennt man VIP-Direktor, also Entschuldigung, VIP-Konsument. Jemand, der, also ein Kunde, der immer wieder Produkte kauft, irgendwann, ihr werdet sehen, bei einer Bestellung, ihr habt immer Euro oder weiß nicht, welche Währung auf Schalen, jetzt Schweizer Franken, ne, oder so. Auf jeden Fall, wenn du dann deine Währung hast, daneben steht Bonuspunkte. Und das ist ja so. In Deutschland zahlen wir mit Euro, irgendwo in Russland mit Rubel, in USA mit Dollar. Damit ein System, weil Cora Club ist ein internationales System, damit die ganze Währung vereinheitlicht wird oder gleich ist, wird zum Beispiel Korallen werden in allen Ländern 15 Bonuspunkte kosten. Das ist so, man kann sagen, wie interne Währung. Okay? So, und das heißt, wenn jetzt jemand einkauft und einkauft und einkauft, irgendwann kommt man über 500 Bonuspunkte. Egal, ob in einem Monat oder in einem halben Jahr, über 500 Bonuspunkte mit eigenem Einkauf, ja, mit eigenem Verbrauch. Dann sagt Coral Club, oh, du hast schon ordentlich eingekauft, dann schenken wir dir nochmal 10%. Das heißt nicht, dass du auf der Webseite zu 10% günstiger einkaufen wirst, also du wirst gleich erstmal bezahlen, aber du wirst 10% auf deinen Coral Wallet Account zurückerstattet bekommen. Okay, gute Nachricht, wir haben jetzt momentan läuft das sogar parallel, wir haben zwei Webseiten, noch eine alte, die wir bis jetzt benutzen oder benutzt haben und es gibt jetzt Coral.club, eine neue Webseite. Wenn man auf diese Webseite kommt, ich würde euch empfehlen, auch wenn ihr, also geht jetzt schon, fangt an mit neuer Seite zu arbeiten, aber spätestens, wenn ihr einen neuen Kunden jetzt angelockt habt oder so, ne, bitte gebt nur von der neuen Seite einen Link, weil es ist blöd, wenn jetzt ein neuer Kunde, ne, auf die alte Seite geht, sich damit auseinandersetzt und Woche später sagt so, oh sorry, jetzt haben wir eine neue Seite, ist kein guter Service, finde ich. So, auf der neuen Seite hat Cora Club noch viele, viele Vereinfachungen genommen. Nämlich ist es so, damit man früher diese 5% Empfehlungsbonus bekommen wollte, müsste man irgendwo so ganz kompliziert so einen Haken setzen und das war immer so ein Dilemma. Man hat manchmal verpasst, Leute haben den Haken nicht gesetzt, dann haben die mehr Monate schon Geld gesammelt, dann musste das hinterher ausbezahlt werden. Also keine Sorge, Cora Club behält kein Geld, aber es musste einmal eingewilligt werden. Auf der neuen Seite wird es nicht mehr geben. Das heißt, wenn ein neuer Kunde gleich so begeistert ist schon vom Glas Wasser und gleich schon 3-4 Freunde Link gegeben hat, dann kriegt man schon sofort, immer am Ende des Monats natürlich, weil jeder Monat wird für sich abgerechnet, aber man braucht nicht mehr diese komplizierte Hacken setzen und so weiter. Okay, das ist sehr einfach. So, das ist das, was jedem Coral Club, sage ich mal, Mitglieder zusteht. Und dann, was passiert dann? Dann passiert in der Regel so, ob man das jetzt bewusst steuert oder wirklich sogar unbewusst macht, irgendwie reden wir immer über Coral Club. Also mein Coral Club ist in meinem Leben ist wirklich ein Riesenbestandteil. Das ist mein Leben. Das ist nicht so, okay, ich lebe hier und Coral Club da, sondern ich lebe dafür. Ich liebe dieses Konzept. Ich liebe meine Menschen, mein Netzwerk. Ich finde, das ist der beste Job, was ich in meinem Leben so machen könnte. Und diese Flasche, also diese Flasche ist immer mit. Und das heißt, egal wo ich bin, ich sehe immer potenzielle Kunden von mir. Weil wer braucht heutzutage kein Wasser? Und gerade jetzt, wo jeder irgendwie denkt, Mensch, wie komme ich ohne Coronavirus durchs Leben? Jetzt, was ich sagen will, jetzt sind viele, viele Menschen offen für die Gesundheit. Noch viel mehr, als es jemals zuvor war. Und deswegen muss man verstehen, gerade jetzt ist perfekte Zeit, mit Menschen über Gesundheit zu reden, aber auch über Thema Business. Und so kann das passieren, dass du, wie diese Dame da oben, ganz viele Arbeitskollegen, Mama, Papa, eine Freundin und es ganz
schon sein, dass die Freundin schon zwei Freunde mitgebracht hat. Und so wächst dieser Netzwerk. Dieses System von Cora Club heißt auch Multilevel Marketing, weil das über mehrere Levels geht. Das heißt, du musst nicht um die direkten Kunden dich nur mal kümmern, sondern das heißt, wenn deine Freundin auch Freundin mitgebracht hat und diese einer noch 30 Arbeitskollegen ins Club geholt hast, du profitierst von allen. Und gleich kann ich so eine Zahl euch ins Kopf setzen, es geht bis zur 6. Direktorengeneration. Das ist wirklich genug. Das ist sehr viel und deswegen oft passiert so, dass wir nicht in der ersten Linie ganz viele Leute finden, sondern unsere Leute so aktiv sind, begeistert sind, weil wir begeistert sind und dann fangen die an zu machen und auf einmal wächst dein Netzwerk, obwohl du das so gar nicht vielleicht am Anfang geplant hast. Das ist auch so eine kleine Überraschungskomponente. Also, wie wird man ein Direktor? Das ist die erste Stufe vom Vertriebspartner. Wenn dein gesamten Umsatz von dir plus alle deine Kunden, egal in welchem Level die sind, von allen insgesamt mindestens 500 Bonuspunkte im Monat kommt. Jetzt nicht in irgendeiner Zeit, sondern wirklich im Monat. Ja? Das heißt, du kaufst dir einen Detox, bei Freunden auch was. Und wenn das über 500 Bonuspunkte kommt, bekommst du dann $125. Das wird dann natürlich in deine Währung dann umgerechnet. In Euro sind das 110 ungefähr. Natürlich darfst du ja auch sofort 1000 Bonuspunkte machen. So ist das nicht. Ja? Du darfst ab 500 Bonuspunkte aufwärts. Dann Cora Club sagt, okay, was ist, wenn wir wirklich richtig coole VIP-Direktoren haben, also Leute, die wirklich viel machen oder viel mehr Umsatz machen, genau. Dann sagt Cora Club, wenn du 750 Bonuspunkte hast statt 500, wobei eigene nur 50 sein müssen und bei 500 genauso, dann sagt Cora Club, boah, du hast ordentlich gemacht, wir möchten dich mit $50 extra Bonus belohnen. Deswegen, wenn du das jetzt so vergleichst, diese zwei Zahlen, wenn du 500 gemacht hast, kriegst du $125. Hast du Hälfte mehr, also sprich 750, kriegst du aber fast das Doppelte in deine Tasche, $230. Warum? Weil natürlich von 750 kriegst du mehr, ne, anteilig, aber plus diese 50 extra Bonus-Dollar machen wirklich mega was aus. So, gehen wir weiter. Entschuldigung, ich muss kurz meine Präsentation unterbrechen, weil ich bin die ganze Zeit im Weg und das nervt mich. So. Also bei euch ist das anders, ne? Ihr Präsentation hier und rechts sind die ganzen Menschen und ich bin hier mittendrin im Feld und manchmal verdeckt mir das Ganze hier. Also, hier habe ich einfach gleich überlegt, weil so kann man vom System viel besser rechnen und ich muss ehrlich sagen, wenn ich angucke, deutsche Kaufkraft, wie in Deutschland, ist es nicht so, dass Menschen sich da überlegen müssen, oh, kann ich mir Korallenwasser jetzt gerade leisten? Also in meiner Erfahrung ist es eigentlich voll normal, dass Konsumenten sich Detox leisten, zum Detox noch einen Shake mal bestellen und auch für Familie sofort mehrere Kuren. Gut, nicht jeder gibt sofort, weiß nicht, 500, 600 Euro aus. Ja, das verstehe ich. Aber so ein Detox ist eigentlich nicht so die Rede wert. Also vom Gefühl her, wenn die Deutschen sagen, du, 100 Euro für meine Gesundheit, das gebe ich eigentlich aus. Ja, das ist kein Problem. Somit habe ich mir überlegt, ein Direktor mit 100 Bonuspunkte ist eigentlich auch was Verkehrtes. Also sehr viele Direktoren machen über 1000 Bonuspunkte sogar, wobei eigener Umsatz sollte nur 50 Bonuspunkte sein. So, dann sehen wir, dass normaler Direktor hat schon $300 in der Tasche, weil extra Bonus ist ja auch natürlich drin, aber wir reden schon über $300. Und das ist, finde ich, gar nicht so verkehrt, weil in Deutschland gibt es viele Leute, die 450-Euro Job haben. Und guck mal, durch einen Direktor hast du schon $300 in der Tasche. Was ist eigentlich 1000 Bonuspunkte? Und das ist das, was ich in dieser Präsentation neu habe, weil oft, sagen wir mal, ich mache das nochmal kurz weg, oft war das so, wenn ich mit den Leuten, die ganz am Anfang stehen und sagen, ja, Julia, ich hätte Bock auf Entwicklung, wie geht das? Dann habe ich immer über diesen Direktor erzählt, mindestens 500 oder höher. Für viele war das so, ja, was muss ich denn machen? Weil am Anfang ist es noch nicht so greifbar, diese Bonuspunkte. Und ich habe einfach überlegt, okay, lass uns doch in Produkten denken. Ja, lass uns doch überlegen, okay, wie viele Produkte als Beispiel und welche Produkte, ne, weil
Produkte haben unterschiedliche Bonuspunkte, ne, von der Währung. Aber was muss ich denn eigentlich verkaufen oder loswerden, damit ich diese 100 Bonuspunkte habe? Klar, wir verkaufen keine Ware, wir empfehlen das noch. Deine Kunden werden selber bei Cora Club alles kaufen, du musst ja mit keiner Ware rumlaufen. Aber ich habe mir überlegt, was macht denn 1000 Bonuspunkte? Also erstmal, wir haben ein Produkt Phytoviron. Phytoviron kann man unabhängig von dem ganzen Konzept einfach immer nehmen, wenn Menschen gerade Sorgen machen um ihr Immunsystem. Es gibt meiner Meinung nach kein besseres Produkt, was das Immunsystem so aufputscht oder gerade wenn du krank bist wie ich. Ich hatte Corona gehabt und gerade wo du denkst, oh, ich war so fertig, mir ging so schlecht, Kopfschmerzen, alles Mögliche. Ich könnte buchstäblich spüren, bei jedem Pinniken von diesem Kräuterschnaps, ne, das ist so Phytoviron, bei jedem Pinniken könnte ich spüren, wie meine Gesundheit, wie alles bergauf geht. Da habe ich selber ein krasses Resultat, deswegen weiß ich, Phytoviron ist ein richtig krasses Produkt. Und jetzt, wer braucht nicht so ein Produkt, um Immunsystem zu stärken? So, deswegen kann man eigentlich loslegen und nur Phytoviron in allen sozialen Medien oder egal wo jedem Freund empfehlen, sagen, du hast du Sorge um Corona, hol dir so ein Ding, lass es im Kühlschrank stehen, kannst du prophylaktisch nehmen oder falls irgendwas ist, dann fängst du das sofort zu trinken. So, eigentlich für die 1000 Bonuspunkte, um $300 zu bekommen, könnte man so überlegen, 25 Phytoviron im Monat zu verkaufen. Vor allem müsst ihr überlegen, habt ihr einmalig einen Kunden registriert, der glücklich wird mit einem Produkt und eventuell im nächsten Monat sagt, du, was gibt es denn noch bei euch so Cooles? Ne? Und dann sagst du, ja, wir haben noch Wasser. Also da gehört schon Arbeit mit dem Kunden, aber du wirst immer von seinen Einkäufen profitieren. Das heißt, für mich ist ein Ziel, wenn ich eine Familie oder eine einzige Person zum gesunden Lebensstil verholfen habe und alle Vorteile von Cora Club Konzept gezeigt habe und Person hat es wirklich für sich das verstanden, entdeckt und setzt das um, ich weiß, diese Person wird auch nach 20 Jahren nicht davon abweichen. So wie das bei mir, ich bin seit 5 Jahren, liebe ich das Konzept. Seit 4 Jahren mache ich das aktiv. Mein Partner aus der Ukraine, er muss nicht jeden Morgen mich anrufen und fragen, Jule, hast du heute Korallenwasser getrunken? Egal was, ich werde mein Geld für meine Gesundheit ausgeben, weil ich diese Lebensqualität nie mehr in meinem Leben vermissen möchte. Und selbst wenn ich kein Netzwerk hätte, ich wäre nur Konsument, mein Partner weiß, Jule wird nicht davon abweichen, weil sie schätzt das, sie liebt das, so. Aber er profitiert Leben lang an meinen Umsätzen. So. Oder gehen wir jetzt von Phytoviron weg. Wenn wir jetzt an Korallenmine denken, okay, du müsstest 67 Korallenpacks verkaufen, also so Monatspacks, ja. Das klingt nach ein bisschen viel, aber nur so, dass man so ein Gespür bekommt. Okay, wir haben Proteinshakes. Es geht um 48 Proteinshakes. Ich meine, in unseren Fitnessstudios, wenn die bald wieder aufmachen, es gibt immer Regale voll mit irgendeinem Proteingramm. Unsere Shakes sind super hochwertig, made in Germany, von einem professionellen Unternehmen für professionelle Sportnahrung, ohne Zucker, mit ganz vielen BCAAs, mit 11 Beauty-Ingredienten oder Bestandteilen. Kalogen ist drin. Also ich meine, der Shake ist wirklich unschlagbar gut zu einem wirklich günstigeren Preis von 22 Euro. Da ist überhaupt nicht die Rede wert. Ähnliche Shakes bei Douglas hier in Deutschland liegen bei 60 Euro. 60 statt 22. So, also das heißt, man könnte überlegen, wie könnte man 48 Shakes loswerden in einem Monat, da bist du auch bei $300. Und wenn die Leute das geschmeckt haben, die würden das weitermachen. Verstehst du, so meine ich das. Und du kümmerst dich um die nächsten Leute im nächsten Monat. Oder einfach, wenn man an diesen Starter-Paket denkt, Coral Detox Plus, es geht nur, dass du 12 Packs im Monat irgendwie los wirst. Jetzt zeige ich euch nochmal eine Vereinfachung, weil diese Zahlen hier im Moment erschrecken uns ein bisschen vielleicht. Und wir denken, oh, 67 Korallenmine, wo soll ich 67 Kunden finden? Ne? Und du denkst, oh, 12 Detox Plus, na gut, eins kaufe ich für mich, aber was mache ich mit anderen 11? Ja? 11 Leute finden. So, wenn du diese Gedanken hast, dann denkst du an lineares Business. Das ist ein Denken von linearem System. Linear bedeutet, du bist ein Unternehmen und du suchst Endabnehmer. Ne? So wie ein Aldi versucht, seine Kartoffelsäcke loszuwerden. Oder wie ein, weiß nicht,
Autohaus versucht einfach seine Autos loszuwerden, okay? Wir sind in einem Multilevel-Business. Deswegen, wenn du nur überlegst, okay, es geht, warum erreiche ich immer einzelne Menschen? Ich kann doch Familien erreichen, ja? Wenn du wenn du nur an Familien denkst, dann musst du statt 12 Detox schon nur 6 Detox verkaufen, weil also wenn 2 in der Familie das machen, würden die schon 2 Stück kaufen. Oder du sagst, hör mal zu, warum mache ich das überhaupt alleine? Ich baue mir so ein kleines Team auf. Zum Beispiel nehme ich meine beste Freundin und meine Mami dazu als Beispiel. Und dann muss nicht nur ich diese 6 Detox verkaufen oder loswerden, sage ich mal, weil wir verkaufen ja nicht, sondern ich muss nur 2 irgendwie loswerden und die anderen helfen mir und die müssen auch nur 2 loswerden. Weil dein ganzen 1000 Bonuspunkt, das ist ein Gesamtumsatz von deiner Gruppe. Und guck mal, auf einmal denkst du, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Nimm mal an, die Mami, ich und meine beste Freundin, wir kaufen für sich ein Coral Detox Plus und wir finden noch eine weitere Person, die wir das anbieten. Schau mal, 6, oder Entschuldigung, Familien, es geht um Familien, ne? So, dann hast du schon eigentlich so ein Netzwerk, wo du 6 Familien erreichen kannst. Okay, versteht ihr meinen Gedanke? Ich will euch nur so Beispiele geben und zeigen, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Oder wir suchen so Sportler. Wir orientieren uns an den ganzen Sportler. Was brauchen die? Die brauchen maximale Wasserversorgung. Wir haben zum Beispiel ein Pack Hydramax. Jeder Sportler kauft sich in so einem Sportladen Proteinshake, haben wir gerade erklärt. Aber wir kühlen sogar bei Sportlern, weil die gerade ganze Nährstoffe auch brauchen. Klar, die sollten konzeptuell das umsetzen. Natürlich ist es besser, wenn die ihren Darm reinigen, parasitenlos werden. Aber so ein Nutri-Pack mit ganz wichtigen Nährstoffen, auch für Immunsystem und alles, könnte man von mir aus auch sofort starten für einen Sportler. Und wenn du so eine Kombi dir ausgearbeitet hast, brauchst du eigentlich 9 Sportler, die das kaufen und du bist bei diesem Direktorenumsatz. Wie kann das aussehen? Guck mal, du machst jetzt 2, deine 2 Freunde sagen, ey, Hammer, ich mache mit, oder Mama und Freundin, habe ich vorhin gesagt, ne? Die finden auch die solche 2 Sportler, die das loswerden. Und vielleicht deine Mama ist so schlau, die arbeitet vielleicht in einem sogar Fitnessstudio, macht da irgendwas als Empfang oder so und kennt so viele Leute. Für sie ist das überhaupt gar kein Problem, noch solche 3, 4 solche Packs von Produkten loszuwerden. Und so schnappt sie sich noch 3 einzelne Personen. Okay? Genauso kann das jetzt aussehen, wenn wir intensiv an Immunsystemprodukte denken, zum Beispiel Phytaviron, IPAC steht für Immunity Pack und Hydramax. Seht ihr dann den Kerl mit der Maske? Schön passend dazu. Seht ihr, wie so ein Team aufgebaut werden kann? Wenn du an diesen großen Pack, okay, das kostet Geld, klar, aber weißt du, da draußen sind Menschen, die sind bereit, die gerade vielleicht, weiß nicht, kurz vor Intensivstation oder was sind, die sind bereit, jedes Geld zu bezahlen, um gesund zu werden. Kann ich sogar euch jetzt eine Hammergeschichte erzählen? Eine Silke von uns im Team, die hat eine Freundin. Die Freundin hat, wenn ich mich nicht täusche, nee, sie kannte nichts von Coral Club oder vielleicht von ihr mal was gehört, aber sie war kein Konsument. So, und sie ist wirklich sie hatte Coronavirus und wirklich ins Krankenhaus gelandet. Ihr ging richtig dreckig mit Atemnotzuständen, sowas glaube ich. Ja? Also wirklich, sie war da wirklich sehr betroffen. Silke packte Habitus 500 und Korallen und rennte zu ihr ins Krankenhaus. Die Frau fing an, sie hatte wirklich eine Überwindung gehabt, Wasser zu trinken. Aber guck mal, so an Medikamente und Schläuche legt man sich freiwillig hin, aber so Wasser zu trinken braucht man Überwindung. Na gut, sie hat das geschafft. Ich habe persönlich an sie auch eine Sprachnachricht geschickt, dass sie das bitte dringend machen sollte. So, die Freundin, als sie angefangen, nur Korallenwasser mit H-100 zu trinken, sie hat so eine Besserung erlebt, dass sie einen Tag später entlassen wurde. Oder 2 Tage später. Ich weiß jetzt nicht exakt diese Daten, aber versteht ihr, was ich sagen will? So, das ist mega gut. Und wenn jemand sogar noch Phytaviron und IPEC noch extra hat und unser Hydramax, ich bin mir sicher, ich bin selber durch Corona mit diesem Pack durchgekommen. Das war meine Rettung. Deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Und 7 Packs, 7 Menschen zu finden, die gerade Angst um Corona haben, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Okay, wo sieht man diesen Status Direktor nochmal auf diesem Businessplan? Jetzt zeige ich euch das. Ich habe extra mit weißen solchen Balken Rest ausgeblendet, damit euch das nicht stört. Seht ihr, oben steht Direktor.
Diesen Businessplan übrigens könnt ihr einfach, wenn ihr euch anmeldet, ihr seid Clubmitglieder, wenn ihr euch anmeldet und dann auf Unternehmen geht. Ich bin jetzt gerade bei der neuen Seite, auf der neuen Webseite und ich kann nicht exakt sagen, wie ich das jetzt finde. Aber auf jeden Fall unter Unternehmen. Da musst du ein bisschen gucken, dass es frei verfügbar ist. Also wenn du angemeldet bist. Ne? So, dann lädst du dir das runter als PDF und kannst alles angucken. Oder spätestens, wenn du Direktor selber geworden bist, kriegst du so eine Direktorenmappe. Dort ist so ein Businessplan plus verschiedene andere Hefte, ne, wo du viel lesen kannst. So, Direktor, wie sieht's aus? Ihr seht da, steht 50/500. Das bedeutet, dass du eigene 50 Bonuspunkte Umsatz machen solltest, also mindestens, und da insgesamt mit deiner Gruppe 500. Wovon profitierst du hier? Bonus auf eigenen, EU heißt Eigenumsatz und GU heißt Gruppenumsatz. Also auf Eigenumsatz kriegst du 25% und auf den Gruppenumsatz kriegst du 10 bis 25%, okay? Und da steht noch diese 50 in der Mitte, das bedeutet extra Bonus in US-Dollar. Was passiert sonst? Also stell dir vor, du machst in deinem Tempo, so wie du Lust hast, du kontaktierst Leute, du interessierst dich, vielleicht gehst du in Facebook, in alle Gesundheitsgruppen und fängst an, über Produkte zu reden. Du solltest, wenn du richtig Lust hast, so irgendeine Kontaktliste machen, wo du Leute aufschreibst, Kontakte. Ruf rufe deinen ersten 10, 20 Leute an und frag, ob die Bock haben, was über Gesundheit zu erfahren. Wir haben übrigens so verschiedene Gruppen aufgestellt, wie wir unserem Team, unseren Menschen beibringen, wie sie mit Leuten telefonieren können und. Wenn du ein Interesse hast, frag mich, dann werde ich dich in so eine Gruppe hinzufügen und dann, ja, damit du dann einfach an diesem Informationsfluss bleibst und lernst, wie man schön, vernünftig Leute ansprechen kann, damit wir nicht Kunden vergraulen und die vor Angst wegrennen, sondern dass wir wirklich professionell werden. Aber in der Regel ist das so, du erzählst da einem, dann hast du im Supermarkt, an der Kasse dich mit jemandem unterhalten, vielleicht in der Tankstelle, vielleicht hast du 10 Freundinnen angerufen und glaub mir, wenn wir das vernünftig machen oder nutzen mindestens diese Angebote von Mittwoch, Gesundheitskonzept und laden dort unsere Freunde ein, glaub mir, jemand, der Gesundheitskonzept von Anfang bis Ende angehört hat, es ist unmöglich, dass die Person sagt, nein, das will ich nicht. Ich sage das wirklich unmöglich, weil in meiner Praxis, es sind maximal vielleicht 5% der Leute, die erstmal sagen, nee, ich muss mir überlegen und vielleicht doch nicht mitmachen. In der Regel starten Leute sofort oder die starten einen Monat später oder so oder die kommen nochmal zu einem Konzept und dann starten die. Gibt es gewisse Verzögerungen, ne, aus gewissen Gründen. Aber ist das eigentlich unmöglich, weil Konzept so genial ist und Menschen merken, dass da wirklich viel Wissen drin steckt und das ist sehr physiologisch. Das ist nicht nur, oh, so cool ist der Produkt und wir erzählen keine Ahnung über was. Nein, Menschen merken durch Gesundheitskonzept, ey, ich bestehe aus Wasser. Was willst du mit Kaffee und mit Pilchen und Nahrungsergänzung machen, wenn Wasser, Thema Wasser für dich nicht gelöst ist? Danach geht es nur um vernünftige Betreuung, um Kunden zu begleiten. Das ist super wichtig, damit Kunden genau wissen, was sie tun, damit sie mit ganzen Nebenwirkungen, sage ich mal so, auch klarkommen, damit die verstehen, es geht hier um dieses Wissen, um Mindset. Aber in der Regel passiert so, wenn du schon angefangen hast, das weiter zu promoten, Coral Club zu empfehlen, dann wächst das irgendwie. Bei manchen wächst das sehr schnell, bei manchen ein bisschen langsamer, aber es passiert schnell dann irgendwann mal, dass zum Beispiel der beste Kumpel oder der Onkel, sagen wir mal so, der ist ein bisschen älter, der Onkel von unserem Max, nennen wir den Max jetzt mit dem blauen Shirt, dass der Onkel von Max sehr schnell mehr hammert. Er hat seinen Bluthochdruck losgeworden, mit seiner Allergie schon besser geworden und er kann buchstäblich seine Klappe nicht mehr halten. Und das bedeutet, er redet und erzählt Menschen von Coral Club. Die registrieren sich, fangen an, Resultate zu sammeln und voilà, auf einmal der Onkel von Max wird selber ein Direktor. Was passiert in dem Moment mit Max? Max wird zu einem Silberdirektor. Und wenn ihr das für euch merkt, dass du
in deinem Status und von deinem Umsatz wächst nur dann, wenn von deinen Konsumenten Menschen Partner werden und dann wieder neue Partner regenerieren. Das heißt, es geht nur um Duplizieren und Multiplizieren. That's all. Das ist alles. Wenn du dieses Schema für dich verstanden hast, okay, ich mache meine Arbeit, sollte man professionell machen, das kann man alles lernen. Und wenn aus meinen Freunden, Bekannten, Konsumenten wieder Partner werden, dann kommt das Ganze ins Rollen. So, und du musst nur deinem Onkel das Gleiche beibringen, was du von uns gelernt hast. Das heißt, Wissen weitergeben. Und wenn dein Onkel auch ein guter VIP-Direktor wird mit 1.000 Bonuspunkten und du selbst mit deinem 1.000 Punkte, hast du schon Einkommen von $400. Und es ist nicht nur dein Einkommen von $400, sondern dein Onkel, der profitiert ja natürlich auch von der ganzen Entwicklung und hat als normaler Direktor in seiner Tasche schon $300. $300, das kann vielleicht dein Onkel sowas von motivieren, dass er sagt, wow, lass uns richtig loslegen. Und du weißt nicht, ob er nicht schon heimlich über den ganzen Businessplan studiert hat und eigentlich sieht sie schon als Sternmeister. Okay, so schnell kann das laufen. Wo sehen wir hier im Plan eigentlich Schritt weiter? Hier sehen wir Silberdirektor, steht 1-1, sieht ihr das? Dann müssen wir einfach nach links lesen. Also wie Alfred immer gesagt hat, das Gelbe ist immer das, was du tun sollst. Und das Grüne unten ist das, was du dann dafür bekommst. Also Anzahl der Direktorenlinien 1 und Mindestanzahl der Direktoren 1. Also einfach unter dir in einer Linie ein Direktor. Das ist eigentlich einfach. Sieht ja unten, was für Bonus du bekommst, ein extra Bonus. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal zwei andere Zahlen. Guck mal, in der ersten Linie oder sagen wir mal, in der ersten Generation ist das, steht eine 10, in der zweiten Generation steht eine 8. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du von erster Generation von Direktoren, das heißt jemand, der in der ersten direkt, also direkter Direktor unter dir ist, bekommst du von ihm 10%. Also der Bugs von seinem Onkel bekommt 10% von seiner ganzen Gruppe. Hätte jetzt, stell dir vor, es kann ja schnell passieren, Max ist Direktor, sogar Silberdirektor, weil Onkel unter ihm ist. Und Onkel war so schnell und so begeistert, dass unter ihm sogar noch ein Direktor entstanden ist. Das heißt aber für Max nicht, dass er im Status aufsteigen wird. Natürlich wird er Geld bekommen, wie es hingehört. Aber er würde eigentlich in einer Linie zwei Direktoren haben, so würde das bedeuten. Und dann sieht ihr, es ist sogar als Silberdirektor möglich, dass du von der ersten Linie 10% bekommst, das heißt vom Onkel selbst. Und wenn unter Onkel noch eine Arbeitskollege Direktor wäre, dann würde Max auch 8% von ihm bekommen. Hätte noch Arbeitskollege, neun Arbeitskollegen auch zum Direktor gemacht, würde Max nichts mehr bekommen. Das ist auch so, ihr werdet gleich sehen, je höher du im Status bist, umso tiefer kannst du in die Tiefe gehen und Geld ernten. Also somit finde ich, unser Businessplan, der ist nicht immer so bei jedem Multilevel-Marketing, überhaupt nicht. Glaubt mir, es gibt so richtig verrückte Dinge, wo Menschen so viel machen müssen. Diese ganze Voraussetzungsbank ist so krass, was Leute alles machen müssen, um überhaupt an Geld zu kommen. Deswegen der Businessplan von Correct Lab ist sowas von genial. Ich liebe das, weil er keine Faulenzer oder so Glückspilze duldet. Was meine ich damit? Es wäre so krass, stell dir vor, du lernst einen krassen Typ und er geht wie ein Zäppchen und macht ja da, weiß nicht, Tausende von Menschen bringen und du sitzt da und würdest von allem profitieren und so, ach ja, der macht ja alles für mich. Das wäre einfach, was soll ich sagen, das wäre ein bisschen unfair, oder? Wir wollen nicht die sein, wir wollen Multilevel-Marketing professionell betreiben. Wir wollen nicht einfach solche, ach, ich habe ja Glück gehabt, ich habe den einen, ne? Und du erntest alles. Sondern nein, du musst sowohl selber im Status wachsen, damit du dann in der Tiefe auch was bekommen kannst. So. Aber wenn jemand so gesund diesen Business betreibt, ja, in der Regel läuft auch so eine gesunde Entwicklung. Also das habe ich schon so super Randbeispiele erwähnt, aber so sieht das aus. So, was passiert, wenn du jetzt Golddirektor wirst? Golddirektor bedeutet, du hast ja natürlich als erstes deinen Onkel gehabt und jetzt stell dir vor deine Mama. Die hat ja inzwischen von Onkel schon ganz viele Geschichten gehört, was mit Correct Lab alles möglich ist, von dir schon die Ohren voll und die Mutter sagt, oh, weißt du was,
meine, keine Ahnung, so sagen wir mal so, sie hatte immer gelitten an dicken Beinen, ja, sie hatte immer ganz viel Wasseranlagerung und plötzlich sagt die Mutter, oh, ich brauche neue Schuhe, weil alle Schuhe sind jetzt zu groß. Keine Ahnung, was sie sagt, auf jeden Fall, die ist begeistert, dass sie besser schlafen kann, dass sie keine Kopfschmerzen mehr hat und ihre Beine sind so schlank wie noch nie und auf einmal die ganze Freundin von ihr sagen, sag mal, was machst du da? Deine Beine, die sehen so hammer aus. Stell dir vor, ne? Es gibt solche Geschichten und deine Mutter, obwohl sie erstmal, oder Mutter von Max, obwohl sie erstmal gedacht hat, oh, Business ist nichts für mich, auf einmal kriegt sie Kundschaft, ohne dass ihr das selber wollt. Und auf einmal wird deine oder Mama von Max auf einmal Direktor, auch mit 1000 Bonuspunkten. Und für Max, er profitiert natürlich von beiden und will selber zum Golddirektor und bekommt 500 Dollar. Also 500 Dollar ist schon echt eine krasse Summe. Da, glaube ich, kann noch ein paar hundert Dollar übrig bleiben, weil so viele Produkte, naja, ist es selten, dass jemand so viel Geld auf Produkte benutzt. Bei Correct Life ist das so, ich glaube, sogar Silbermeisterstatus, ich glaube, es war früher 150 Euro oder 200 Euro so. Ab diesem, wenn du das hast und regelmäßig, könntest du einmalig Antrag stellen, dass du sagst, ich möchte, dass das ganze Geld nicht nur auf meinem Coral Wallet, nicht in meinem System nur ist, sondern möchte auf meinem Bankkonto ausbezahlt bekommen, gar kein Problem. Das lohnt sich natürlich nicht, den Antrag zu stellen, wenn du einmal Direktor war und danach lange Monate nicht. Das macht nicht so viel Sinn, weil ich denke, am Anfang möchte man sowieso im Konzept vorankommen, man möchte verschiedene Produkte ausprobieren und das ist gut, wenn man dieses Geld auf Coral Wallet hat, weil du kannst sofort das verwenden, um Produkte zu bezahlen, aber spätestens dann, wo du schon Silber- oder Golddirektor bist, wo du wirklich viel Geld hast, so viele Produkte kannst du gar nicht konsumieren, naja, kann man schon, aber ich meine, ne, dann kann man das auch auszahlen lassen. Und natürlich, dein Onkel und deine Mom, die profitieren genauso, guck mal, die haben schon Einkommen von 300 Dollar, die freuen sich, du freust dich. Also somit habt ihr in eurer Familie schon ein kleines Unternehmen gegründet, kann man sagen. Ne? So. Jetzt seht ihr im Businessplan. Geht einfach immer Schritt weiter. Für Golddirektor brauchst du mindestens zwei Direktoren in zwei Linien. Und hier auf einmal taucht eine 2000-Zahl auf. 2000 bedeutet, dass du für Golddirektor von den ganzen Direktoren unter dir, also alles, was unter dir geschieht, Direktoren und Konsumenten, alle zusammen, ihr sollt alle zusammen mindestens 2000 Bonuspunkte machen. Guck mal nochmal den Max hier an als Golddirektor. Wenn er so aufgeht mit diesen 1000 Bonuspunkten, dann ist er sogar bei 3000. Es könnte zum Beispiel sein, dass sein Onkel, VIP-Direktor, tatsächlich 1000 Bonuspunkte macht und die Mutter wäre nur bei 500. Er wäre trotzdem über 2500 gekommen, also somit reicht das aus, ja. So. Also das ist ab Golddirektor schon ein wichtiges Moment, wo man wirklich drauf achten soll, weil wir hatten vor kurzem sogar in meinem Netzwerk, habe ich das selber total ausgeblendet, wir hatten jemand, die Dame hatte schon mehrere Direktoren drunter, so dass sie Golddirektor ist, wir haben uns alle so gefreut, ja, bei Coral Club ist das so übrigens, geldmäßig, wie das, was du in einem Monat geschafft hast, provisionmäßig wird immer ausgezahlt. Um den Goldstatus zu bekommen, müsstest du 2 Monate in Folge Golddirektor sein. Beim Silberdirektor auch so. Das heißt, wir haben immer einen offenen Status und einen geschlossenen. Geschlossener Status bedeutet, dass du diesen Rang erreicht hast und niemand kann dir das wegnehmen. Selbst wenn deine ganze Struktur wegbricht, kein Mensch mehr einkaufen, nur wieder ein Konsument bist, in Augen von Coral Club bist du ein Golddirektor. Das ist wie so, weißt du, wie so ein Siegel. Ne? Status, den du hast, kann dir keiner wegnehmen. Und selbst wenn du irgendwo zum Beispiel, weiß nicht, ausgezeichnet wirst oder irgendwas, du wirst immer als Golddirektor angesprochen. Ist eine nette Geschichte, du kriegst ein Krönchen. Krönchen wird auch keiner dir wegnehmen, aber das sind so gewisse Kultur bei Coral Club, wie wir unser Vertriebspartner einfach ehren, ne, durch diesen Status und so weiter. Finde ich sehr cool eigentlich. Wenn man das einmal live an so eine große Konferenz irgendwo erlebt, Leute, ihr werdet das lieben. Das ist so viel Ehre und so viel Wertschätzung, was man den Menschen gibt. Das ist so wertvoll einfach, ja. So, was bei Golddirektor ein bisschen jetzt anders ist, schaut mal, jetzt steht nicht mehr 50-500, sondern 70-500. Coral Club sagt auch aus, ja, ab Golddirektor solltest du auch ein bisschen mehr Geld in deine Produkte selber investieren. Warum überhaupt diese
Einkauf sein soll. Meiner Meinung nach finde ich auch wieder ganz viel, weil Core Club möchte, dass Menschen nicht nur das wegen Business machen und sich nicht mal mit Produkten auskennen, weil das ist einfach ein schlechter Ruf für Unternehmen. Stell dir vor, es wäre keine Voraussetzung, dass du eigenen Umsatz machen musst. Könnte passieren, dass Leute einfach das rein ins Business sehen, selber nicht mehr einen Schluck Wasser getrunken haben, fangen an, nur irgendwie überall Werbung zu schalten und, kriegen sich Konsumenten und konsumieren Produkte nicht. Was wäre das für ein toller Vertriebspartner von Core Club? Weil unser Produkt, unser Konzept ist das Herzstück. Und ich kann mein Leben nicht ohne Produkte vorstellen. Ich kann ohne Business vorstellen, aber nicht ohne Produkte, sagen wir mal so. Und deswegen finde ich es sehr cool. Und Core Club sagt, ja, ab Golddirektor 70 Bonuspunkte. Es ist auch, also in der Regel sind wir alle da über diesen Punkten. Und dann sieht ihr wieder, je weiter du nach rechts gehst, Silber, Gold, du gehst auch in die Tiefe. Seht ihr, da wo 10, 8, 5 steht. Das heißt, erste Direktorenlinien kriegst du 10% von der zweiten 8, dann 5 und weiter, ihr werdet mehr sehen, je weiter du rechts nach, umso tiefer gehst du. Vielleicht ein wichtiger Moment über Direktoren zu sagen. Warte, ich mach Schluck Wasser. So, Isai, willst du auch mal was lernen? Übrigens, Herr Direktor, Direktor von Core Club. Isai, du bist aber schon ein Direktor, nicht? Ja. Ja, sehr gut. Oder Silberdirektor schon? Nee, normaler Direktor. Aber Silber kommt bald, ne? Also, das ist ein Business, was in jedem Alter gemacht werden darf. So, ich habe euch von Anfang an gesagt, dass bei Core Club wird Geld bis zur 6. Direktorengeneration ausbezahlt. Das heißt, wenn du in der 7. Linie Direktor hast, wirst du von ihm nichts mehr bekommen. Aber in der Regel dauert das ja, bis man zur 7. Linie ankommt. Und was Menschen oft verwechseln, die denken so, jetzt nehmen wir an, der Max, der Onkel, dann drei Arbeitskollegen und wieder eine Tante. Ja, so als Beispiel, so untereinander registriert, dann denkt man, 6 Linien bedeutet 6 Leute nach unten, ab der 7. Person kriege ich nicht. Nein, das ist nicht so. Es kann sogar sein, dass es 200 Leute in der Linie ist. Es geht um einen Direktor-Generation. Schaut mal, wie hier, ihr kennt ja noch den Onkel und die Mami, ne, der Direktor und Golddirektor. Schaut mal, die können unter sich genug Leute haben. Aber diese zweite Generation, das ist, sagen wir mal, das ist von der Mama, also Schwester von Max, also von der Mama, die Tochter, die gehörte früher auch in ihre Gruppe. Nur auf einmal ist sie auch Direktor geworden. Also vom Max-Seite aus ist das so, er hat eine Mutter unter sich als Direktor und unter Mutter ist diese Frau dort, ne, die Schwester von ihm, okay? So, das heißt, dazwischen können noch Leute sein, die spielen keine Rolle, solange die Konsumenten sind. Also diese Generation, es zählt nur vom Direktor zu dem nächsten Direktor, zu dem nächsten Direktor, nächsten Direktor. Und es kann passieren, dass in der Kette sogar, 200 Leute sind, bis du zu deiner 6. Generation vom Direktor kommst. Versteht ihr den Unterschied? Weißt du, ob ihr am Anfang steht und ihr sagt, ja, das ist vielleicht noch nicht so wichtig, aber irgendwann ist das so wichtig oder generell für diesen Blick, ne? Dass unsere Netzwerke schon sehr, sehr groß sein dürfen und wir profitieren sehr viel. Core Club sagt also, erste Generation kriegst du 10%, zweite Generation 8 und ab der 3. bis zur 6. 5. So, und das ist das, was ich gesagt habe. Je weiter wir nach rechts gehen, umso tiefer in der Generation können wir ernten. Seht ihr? Weil in der Regel entsteht ja so der Netzwerk. Erstmal hast du unter dir direkte Direktoren. Dann die haben auch noch Direktoren produziert. Plötzlich ein Ast oder wir sagen Ast dazu, ne? Eine Linie voll abgegangen. Da sind schon heftig viele Direktoren. Ja? So, aber du wirst nur so viel ernten, wie du in die Breite auch gehst. Okay? Weil bei Core Club geht es immer um die Breite. So, und dann geht das Spiel einfach ganze Zeit so weiter. Um Smaragd-Direktor zu werden, geht es nur darum, dass du 4 Direktoren in 3 Linien hast. Das heißt, 3 hattest du ja schon. Vielleicht ist das die Freundin von Max oder seine Ehefrau. Und die Mutter hat ja, wie gesagt, einen neuen Direktor, die Schwester dort. So, das sieht man auch jetzt hier in diesem Grafik. Smaragd-Direktor, ihr seht oben,
Eins, zwei, drei. Das ist eine Zahl der Direktorenlinien. Das heißt immer einer, dann zwei, sodass Max selbst immer um die in die Breite gehen muss, sagen wir dazu. Es soll natürlich nicht zunehmen, aber in die Breite gehen gemeint, dass er neue Direktoren selber macht, dass er nicht ein Glückspilz hat, wie ich schon erwähnt habe, und unter ihm, einem Glückspilz, geht alles ab, sondern dass es parallel immer diese Direktoren gemacht werden. Und in den Linien sollte eine bestimmte Anzahl von Direktoren sein. Das heißt, Smaragd-Direktor, wie ihr seht, es sind drei Direkten, und ein Direktor unter der Mama. So ist das auch. Man braucht mindestens drei Linien und vier Direktoren. So, ich sage, mach das bitte nicht, weil das hört man dann auf dem Video. Das ist zu laut. So. Okay. Für Diamantdirektor, guck mal, da sind wir schon im guten Tausenderbereich, was der Max verdient, wenn man ungefähr 10.000 Bonuspunkte hat. Könnte man das so zusammenrechnen. Aber schaut mal, wer hat die meiste Arbeit jetzt gemacht? Ich zeige euch jetzt nochmal. Guck mal, er war vorher Smaragd. Das heißt, wir brauchen in drei Linien vier Direktoren. Und jetzt wird er zum nächsten Schritt gehen. Das heißt, Diamantdirektor. Hat den Max selber so viele Direktoren gefunden? Nein. Diese neue Direktoren, die ihr braucht, ich zeige euch jetzt hier, Diamantdirektor, in drei Linien musst du statt vier, acht Direktoren haben. Das geht ein, dieser Sprung zeigt einfach, wie gut du Multiplikation verstanden hast und wie gut du deinen unterstehenden Direktoren Multiplikation beigebracht hast. Das heißt, Max muss nicht jetzt seinen Kopf zerbrechen und überlegen, boah, wo finde ich neue Leute? Ich muss noch 1.000 Leute im Internet anschreiben. Nein, jetzt langsam kommt in einen, klar, er soll natürlich neue Kundenakquise betreiben, weiterhin, so ist das immer gut, ne? Das tue ich ja auch. Aber es geht einfach darum, jetzt, spätestens ab Smaragd oder sogar bei Gold, jetzt geht es um Teambildung. Jetzt geht es darum, dass Max seine Mutter, seinem Onkel, noch der Ehefrau, irgendwie Ehefrau macht er jetzt gerade gar nicht, ne? Nur Direktor, aber nicht schlimm, dass er ihnen beibringt, wie sollen wir wachsen, wie sollen die wachsen. Und die Mutter, guck mal, was die Mutter jetzt, wie sie abgeht. Und so will ich euch gleich auch sagen, ihr Lieben, wenn ihr eure Kunden habt, bitte entscheidet nie für sie. Das erlebe ich so oft, wenn ich mit meinem Partner rede, wie man dann, ich sage, ja, wie sieht das bei denen und den Leuten, bei denen ist so, ah, weißt du, die haben jetzt kein Geld, ah, weißt du, der ist jetzt so busy mit seinem neuen Hund und bei dem ist die Frau, mit der Frau irgendwas und bei Dritten, dies. Weißt du, und wir entscheiden so oft für die Menschen und das finde ich so verkehrt. Überlasse die Entscheidung den Menschen, deinen Partnern. Gib ihm ein Angebot für ein neues Produkt, gib ihm ein Angebot für Business-Idee, gib ihm ein Angebot, um Konzept weiterzumachen. Und wenn tatsächlich da jetzt an dem Geld mangelt, keine Sorge, der wird dir das schon sagen. Oder keine Sorge, er wird schon sagen, dass, boah, ich habe nur einen Hund geschafft und jetzt gehe ich fünfmal am Tag Gassi mit dem Hund, deswegen habe ich keine Zeit für Business. Das kann ja auch passieren. Aber entscheidet nicht vorher, weil oft entscheiden wir für die Leute, wir machen denen kein Angebot und hinterher hören wir von denen, irgendwann, wieso hast du mir früher nicht davon erzählt? Also diese Satz, warum hast du mir früher nicht davon erzählt, höre ich viel öfter als das, dass wir tatsächlich Absagen bekommen. So, daher, deine Mama hat am Anfang gedacht, Business, niemals für mich. Nein, boah, ich bin schon alt, ich habe so dicke Beine, nein, das geht alles nicht, ja, so. Aber guck mal jetzt in diesem Szenario, es kann viel, viel schneller passieren, als du denkst, dass deine Mutter so begeistert ist und von ersten Direktoren hat sie kapiert, wie das geht und sie kann schon voll abgehen und neue Direktoren produzieren, sodass du nur siehst, wie du im Status wächst. Ja? So, deswegen will ich sagen, denk nicht linear, denk nicht wie normaler Unternehmer, wo hole ich mir tausende Kunden, sondern denke an Duplizieren und Multiplikation. Okay? Und es geht um Teambildung und, und. Also sehr coole Eigenschaften. Deswegen sage ich, wisst ihr, für mich ist es so, wenn jemand ein Networker-Profi wird, ist das die stärkste Persönlichkeitsschulung, die du sonst im Berufsleben wahrscheinlich nie erleben wirst. Wir oft sind in unserem Beruf, alle Prozesse laufen, wir wissen, wie es läuft. Wächst du dann persönlich noch? Sehr selten.
Außer du wirst eine Weiterbildung machen, aber wer macht das schon? Ja? Manchmal hast du keine Karrierechancen in deinem Unternehmen. Manchmal hast du einfach zu krasse Mobbing-Struktur bei dir, ne? Oder zu doofen Chef, was auch immer. Und manchmal, wir sind wie so ein Hamsterrad, weißt du, wir entwickeln uns nicht weiter, wir sitzen da auf einem Fleck und da passiert nicht viel. Aber Multilevel-Marketing, und wenn du so lernst, Partner zu finden, neue Kundenakquise zu betreiben, aus Partnern zu helfen, damit die erfolgreich sind. Du musst, das heißt du musst, aber du wirst sehr viel lernen. Und du bist nicht alleine, weil ich spreche jetzt von meinen Kunden, die unter mir sind. Ich bin interessiert, dass meine Leute wachsen im Status, weil davon hängt auch mein Status ab. Ich kann diesen Business nicht alleine machen. Ne? Wenn ich jetzt gesagt habe, Julia, ich gehe voll ab, kein Bock, so, ich mache einfach alleine. Das wird niemals funktionieren. Ich brauche mein Team, ich brauche Menschen, die Bock haben, mit mir voranzugehen. Und die Frage nur, wer sind diese Leute, ne? Tatsächlich? Ne? Ich habe meine Ziele, aber ich brauche Menschen, die auch ihre Ziele haben und wir zusammen was Großes erreichen. So, also auf jeden Fall, das ist der Smaragd-Direktor mit 8 Direktoren in 3 Linien. Und jetzt, guck mal, der Max dreht voll durch und sagt, yeah, ich bin Meister geworden. Executive von Cora Club. Das ist ein richtig, richtig krasses Status, was auch sagt, du bist ein Networker-Profi. Ne? Executive mit diesem Muster, dass Direktoren wirklich 1000 Bonuspunkte machen. Es kann ein bisschen anders aussehen, aber ich fand es einfach leichter zu rechnen. Executives bedeutet von diesem anderen Status von Diamant, es bleibt, wie es ist. Guck mal, zum Direktor musst du was machen? Nur ein paar neue Direktoren. Du kümmerst dich um den neuen, deinen hippigen Freund. Ich habe keine Ahnung. Fehlt der Name für ihn? Wie heißt er denn? Gib ihm meinen Namen. Raphael. So, Raphael. Das passt mit so coolen Haaren. So, das ist der Raphael. Du kümmerst dich um deinen neuen Direktor selbst. Aber deine Partner, die haben auch Bock. Auch dein Onkel, deine Mama schon sowieso hat bewiesen, dass sie eine Macherin ist und richtig krass drauf ist. Und deine Ehefrau sagt, boah, alle machen mit und ich nicht. So, und jetzt hat sie auch geschafft, einen neuen Direktor. Ne? Das heißt, dir geht's, du musst nur dein Team motivieren, bei denen dabei sein, Erfolge zusammen feiern, Spaß daran haben, dass es wirklich, in unserem Business geht wirklich viel um Spaß und Freude, weil wir wirklich Menschen gesund machen, die erfolgreich machen, was gibt es Besseres? So, und wenn du das geschafft hast, einfach 4 Direktoren plus von einem Diamantdirektor zum Executive mit 12.500 Bonuspunkten, das ist alles, was du brauchst, bist du Executive. Und Executive kann man einfach ein Blatt umdrehen, sehen wir hier eine erste Spalte. Wer ist ein Executive? Ein Meister. Ein Meister hat eigentlich 4 Partner, direkte Partner. Guck, du brauchst nicht 3000 direkte Partner. Du brauchst ein paar Konsumenten noch, das ist ja. Aber du brauchst nur 4 Partner, die Bock hätten, das Gleiche zu machen, was du bei Cora Club jetzt gelernt hast und für was dein Herz schlägt, für Entwicklung. Und in diese 4 Linien sollten irgendwie 16 Direktoren verteilt sein. Und insgesamt euer Umsatz sollte bei 12.500 Bonuspunkte liegen. Was passiert jetzt? Du erntest von allen 6 Direktorenlinien, von allen Generationen, Direktorengenerationen. Und es gibt ab Meisterstatus eine sehr, sehr kluge Möglichkeit, noch 1% zusätzlich zu bekommen. Schaut mal, da steht 7 bis Unendlichkeit. Es kann schnell passieren. Zum Beispiel bei mir gibt es jetzt schon Direktoren, in der 10. Level, in dem 10., wie sagt man das, Generation von Direktoren. Dazwischen können noch ein paar Konsumenten sein. Aber ich habe schon Leute, von denen ich ab der 7., 8., 9., 10. Linie nichts mehr bekomme. So, ja. Aber ich bin nicht traurig, weil ich bin jetzt Silbermeister sogar, zeige ich euch gleich. Aber ab Meister habe ich eine Möglichkeit, noch 1% vom ganzen Netzwerk zu bekommen. Es klingt nicht viel, 1%, aber wenn dein Netzwerk 50.000 Bonuspunkte macht, 1% ist von 50.000. Ah,
1%? Nee, 500. Jawohl, Jesaja, sehr cool. Also, Jesaja weiß das auch. 1% von 50.000 ist 500. Also, das heißt, $500 hast du extra dank diesem 1%. Ne? So, und jetzt vielleicht als allerletzte sage ich euch, es gibt noch einen sehr, sehr wichtigen Status. Das nennt man Executive 20. Executive ab 20.000 Bonuspunkte. Das ist noch ein spezielles Privileg, was Cora Club dann uns ermöglicht, dabei zu sein bei folgenden Geschichten. Einmal Executive Vacation. Wenn du Meister mit 20.000 Bonuspunkte bist, darfst du auf einen Urlaub mit Cora Club gehen. Leute, als ich meine erste Reise nach Japan, was Cora Club mir komplett bezahlt hat, von ganze Reise, Flüge, sogar mein Visum, was ich da bräuchte noch, alles, also ganze Kosten wurde übernommen. Dann hatten wir 5-Sterne-Hotels, verschiedene Gala-Abends, Dinner, also Stadtführungen oder was das, also mit ganzen Programmen und drum und dran, das hat Cora Club alles bezahlt. Die haben von feinstem Geld auf den Tisch gelegt für so einen Urlaub und da dürfen alle Partner ab dem Status Executive 20.000 Bonuspunkte mitkommen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt von meiner Vision oder von meinem Herzenswunsch, wo ich jetzt stehe, ich sehe schon, dass die Leute, die bei mir jetzt so fest im Team sind und Bock haben, wirklich voranzugehen, ich sehe die alle, wie wir einfach einmal im Jahr zusammen, gemeinsam mit Cora Club, Top-Leadern auf so eine Reise gehen. Und das ist jedes Jahr woanders. Jetzt leider durch Corona, Cora Club ist noch am Überlegen, was wir machen, weil normalerweise wären wir jetzt im April in Portugal und nächstes Jahr geht nach Bali. Cora Club war schon, glaube ich, im Internet, guckt auf YouTube, es gibt so coole Videos, wenn du das anschaust, du willst einfach dabei sein. Vor allem, es ist nicht nur, okay, wir sind im 5-Sterne-Hotel, ne, oder so. Es ist, du hast eine Gemeinschaft mit 200 Top-Leader von Cora Club und da sind so verrückte Menschen mit riesen Herzen für diese Gesellschaft, die selber Profis sind. Das sind nur Geschichten auf Lager. Wenn du dann durch Strand gehst und siehst diese Executives, die normalerweise nur auf der Bühne stehen, auf einmal sind die in Bikini und trinken irgendwie so einen Kokosnusssaft und du kannst neben auf die Liege sich legen und sagen, du erzähl mal, wie hast du dein Leben angefangen mit Cora Club? Und wenn diese Menschen anfangen zu reden, du staunst und staunst und staunst. Und das war für mich das Eindrucksvollste von den ganzen Konferenzen, diese Gemeinschaft mit diesen Menschen zu haben und zu sehen, wer hat dahin geschafft, wo kommen die Leute her und du bist wie in einer Familie. Ja, wirklich, du wirst so aufgenommen, du bist wie in einer Familie. Und das ist das, was ich für meine Menschen wünsche, weil unser Weg bis Meister 20.000 Days Hard ist nicht immer einfach. Ja, wir kämpfen manchmal, wir kämpfen um die Leute, wir kämpfen mit dem Mindset von Menschen oft, ja, das ist oft nicht einfach, ja, aber wenn wir das schaffen, wir so strukturstark aufgebaut haben, dass wir 20.000 Bonuspunkte machen im Monat, ne, dann Cora Club sagt, ey, lass uns auf einen richtig hammertollen Urlaub gehen für 10 Tage oder so und es gibt noch einen Autobonus. Ich habe 2 schon Autobonus bekommen von Cora Club. Früher durfte man nur Mercedes sich aussuchen. Es gibt eine bestimmte Geldsumme, die Cora Club fürs Auto gibt. Also ist Thema an sich, aber alles gut. Und das Auto behältst du. Also es ist eigentlich ein Geschenk von Cora Club. So wie Top-Manager irgendwie Firmenwagen fahren. Aber wenn die jetzt den Job kündigen würden, keiner gibt ihm den Firmenwagen her, sondern Schlüssel wird schon weggenommen. Bei Cora Club ist das so, wenn du da eine ganze Voraussetzung erfüllt hast, gehört Wagen dir. So, also Executive ist so eine Geschichte und guck mal, von Finanzen her liegst du auch bei guten 1.500, also sogar noch mehr. Oft ist das noch mehr. Und das ist nochmal hier. Ne? Ich habe euch, hier seht ihr unten, ich habe das so mit so einem Kreis gemacht. Wenn du 20.000 hast, du hast einmal Autobonus, einmal Immobilien oder Immobilienbonus. Man könnte dieses Geld in Form von Geld einfach nehmen und in eine Immobilien investieren und Meisterurlaub. Also persönlich war für mich das eine mega Highlight, aber auch das Auto. Ich habe auf meinem Instagram, schaut mal das Video, wie ich Auto geschenkt bekomme. Das war echt
sehr, was sehr Bewegendes. Weil Auto kaufen kann jeder, aber so von Unternehmen für deine Leistung geschenkt bekommen, das ist schon was ganz anderes. Und danach, ihr Lieben, ich will euch nicht weiter langweilen. Für viele vielleicht ist das noch nicht so dran, alles zu denken. Ich will nur zeigen, diese Seite ist genau das Gleiche, wie früher bei dir mit Direktoren war. Wenn du selber Direktor willst, ging es darum, dass du anderen hilfst, Direktor zu werden. Hier ist genau der Gegenteil oder das Gleiche, nur andersrum. Wenn du Meister geworden bist, du hilfst deinem Partner, wieder Meister zu werden. Und wenn du einen Meister unter dir hast, bist du Silbermeister. Zwei, in zwei Linien, zwei Meister, bist du zweifacher Silber, also Double Silber, sagen wir auch dazu, oder zweifache Silbermeister und so weiter. Und Sternmeister, vielleicht allerletztes so zum Schluss, Sternmeister, das ist ein Meister, der 10 Meisterlinien aufgebaut hat. Ob da 200 Meister in den Linien sind, das ist egal, aber wichtig, zumindest 10 Meister in 10 Linien. Bis jetzt gibt es eine einzige Frau, Natalia Simonova. Kannst du, ich kann dir, wenn du willst, auf Instagram ihr Link schicken. Natalia Simonova ist bis jetzt eine einzige Frau, die Sternmeister geschafft hat. Und das ist mein Ziel. Ich will dorthin. Und wenn du mit mir bist, freue ich mich auch. Dass ich, weil wenn ich den Weg gemacht habe, dann weiß ich, wie ich dich dorthin auch holen kann. Ja? Das ist immer so ein Vorreiter-Ding und dann können alle anderen nachkommen. Sogar was Meisterstatus angeht, es war bis jetzt immer so, ich habe für meinen Meisterstatus 14 Monate gebraucht. Alfred, also mit Nathanael natürlich gemeinsam, ne? Nathanael ist mein bester Partner, ne? Nathanael ist ja, kann ich Coral Club nicht ohne Nathanael vorstellen, ne? Wir sind ein mega hammer cooles Team. Als nächster war Alfred aber der Meister, und Alfred hat, glaube ich, 12 Monate gebraucht, also er sagt ein Jahr. Und Andreas, der unter Alfred ist, der Meister, der hat sogar 11 Monate gebraucht. Also sogar aus der Tendenz sehen wir jetzt, sogar von den ersten Meistern, die haben sogar weniger gebraucht, als ich das brauche. Warum? Weil wir waren absolute Pioniere, aber Leute, die nach uns kommen, die haben vieles schon aufgearbeitet, vieles vorbereitet. Das ist nicht so ein Kaltstart wie bei uns. So, aber selbst wenn einer in 3 Jahren erst Meister schafft, ja, dann bist du trotzdem Meister. Es ist deine Entscheidung, welches Tempo du fährst. Vielleicht, es gibt schon jetzt, gerade wegen Corona-Zeit, es gibt Leute, die sogar in 3-4 Monaten ihren Meister schaffen. Ja? Es gibt solche, die sind dann einfach verrückt. Ich weiß nicht, wie die so krasse Umsetzung, wo die Leute hier finden. Ne? Alles ist möglich, weil gerade Internet und ganzen Online-Geschichten, ne, die ermöglichen so einen starken Wachstum. So, genau, vielleicht nochmal ganz letzte oder vorletzte Folie, wie so eine Entwicklung laufen wird. Ich kann euch aus meiner Erfahrung auch sagen, du wirst nie so einen starken Wachstum laufen und wirklich Meister werden, wenn du nicht bei regionalen oder wirklich Online-Konferenzen dabei bist, so wie wir jetzt Foresight Forum hatten. Ich weiß nicht, ob jetzt diese ganzen Zahlen hier nur so richtig von Konferenzen passt, aber ihr Lieben, man kann natürlich vor sich hin was machen und das umsetzen, was du halt von mir, von meinem Team verstanden hast, ja, ist auch schön und gut, aber wenn du nicht lernst, dich und deine Herde, deine Leute zu einem Event zu bringen, ich garantiere, du wirst entweder super, super, super langsam sein oder du wirst einfach überhaupt das nicht schaffen. Weil das, was wir alle auf den Konferenzen lernen und wie das deinen Kunden motiviert und deine Leute motiviert und deinen Leuten wirklich so einen Anschub gibt und wie Leute dann vorangehen, das kann man nur durch eine Konferenz erreichen. Weil Konferenz, die komprimiert die Zeit, die hilft dir das, was du nicht deinem Partner noch erklären kannst. Das erklärt für dich die Konferenz. Das spart super viel Zeit. In so einem, sag ich mal, Wochenende, ne, kann man so viel lernen und die Menschen sind so begeistert. Also meine feste Partner, die richtig gutes Gas geben, die waren alle auf einer Konferenz und dank einer Konferenz wurde bei ihm so wie ein Schalter umgelegt. Die waren mega begeistert und haben angefangen, so professionell zu arbeiten. So, daher möchte ich dir einladen, überleg dir, wann nächstes Jahr ein Event ist. Wir wollen im Sommer, solange das erlaubt ist, nach St. Petersburg, 17. 18. Juli mit unserem Team. Wenn du sagst, oh, ich habe eh meinen Sommerurlaub nicht gebucht, lass uns eine ganze Woche mal hinfahren. Ein paar Tage vorher, auf jeden
jeden Fall, um die Stadt anzugucken, als Team anzukommen, wie das finanziell aussieht und. Wir werden bestimmt das nochmal besprechen. Das möchte ich jetzt hier nicht eure Zeit noch mehr dann klauen. Aber genau, das wäre. Oder es werden natürlich immer wieder online irgendwelche Konferenzen und sowas geben. Wenn du bei Foresight Forum warst, dann weißt du, wie das ungefähr abläuft. Genau. Und ich hoffe, dass natürlich online schön und gut, aber ich hoffe, dass wir bald uns auch so live sehen können, weil diese internationale Konferenzen, wenn man irgendwo in einer Stadt fürs Wochenende mit ganzem Team ist, das ist eine unvergessliche Zeit, wo wir sogar jetzt, obwohl das ein Jahr, im November war ein Jahr her ist, wo wir letzte Konferenz hatten, manchmal denke ich immer noch, wie cool das war und wie viel Spaß wir hatten und so weiter. Das ist schon sehr genial. Okay, ihr Lieben, meine Präsentation ist am Ende.